Wir haben eine neue Ära des Konzerns eingeleitet. Der Wiedereinstieg in die Energieerzeugung ist gelungen und mit unserem neuen Heizkraftwerk Süd setzen wir diesen Weg konsequent fort. Ich denke, darauf können wir gemeinsam mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unseres Konzerns stolz sein. Heute geben wir das Heizkraftwerk Süd zum Probebetrieb frei. Ein weiterer Meilenstein zu einer umweltverträglichen Energieerzeugung in der Landeshauptstadt Saarbrücken. Und ich hoffe, dass die Umweltministerin stolz ist und die Landeshauptstadt dann auch unterstützt in ihrer Energiepolitik und auch in der saarländischen Landesregierung, weil wir wirklich das eigentlich umsetzen, was Sie sich wünschen mit Ihrem Masterplan. Und wir wünschen uns natürlich, ich habe eben gerade gesehen, das Landesverwaltungsamt ist hier auch anwesend, das immer über unseren Haushalt richtet, dass das vielleicht auch überzeugend ist, dass wir hier in der Stadt Saarbrücken im Sinne des Landes handeln und wirklich auch alle Kräfte bündeln, um Dinge umzusetzen und auch Zukunft zu gestalten, aber trotzdem auch in einem finanziell verträglichen Rahmen. Dafür sorgt dann Herr Edlinger, dass dies auch gewährleistet ist. Das ist eine Riesenkraftanstrengung für uns, aber ich glaube, wir haben hier eine sinnvolle, eine gute Energiepolitik umgesetzt mit unseren Vorständen. Das sind nicht immer Wunder, wir können auch jetzt keine Wunder erwarten insgesamt, aber wir gehören zu einem Kreislauf, aber ich denke trotzdem, dass es ein ganz wichtiger Fortschritt ist und wir hatten auch eine Kampagne in diesem Jahr, Saarbrücken wird regenerativ, so hieß es in dieser Kampagne und ich denke, dass davon zeugen auch unsere BHKWs und auch diese Anlage, die wir geplant haben. Es kommt so aus mir heraus, ich muss es einfach vortragen. Ein Fazit, diese Anlage ist auf vielen Ebenen ein Erfolg, nicht nur betriebswirtschaftlich, auch volkswirtschaftlich. Und natürlich gibt es auch Kritiker, die mit dieser Anlage nicht so sehr zufrieden sind. Aber ich bedanke mich sowohl bei der Politik als auch bei den Banken, dass sie diesen Weg in die Eigenerzeugung, den Herr Edlinger und ich eingeschlagen haben, so gefolgt sind. Völlig ohne Risiko gibt es nichts auf der Welt, aber ich kann sagen, wir sind hier auf einer außerordentlich sicheren Ebene, dass wir hier mit dieser Anlage auch dauerhaft Geld verdienen. Kommunalisierung in der Energiewirtschaft. Manch großer Mann soll ihn aufgrund seines Vordenkertums gar als Kommunalterroristen bezeichnet haben. Sein Ziel war es dabei stets, auf Augenhöhe mit den großen Konzernen zu verhandeln. Denn ihre Bedeutung war Dr. Dieter Atti stets bewusst. Besonders was Verhandlungen im ganz großen Stil anbelangt. Also die Stadtwerke Saarbrücken haben noch nicht die Größe, dass sie unmittelbar mit Herrn Putin sprechen können. Aber vielleicht könnte man ja mal mit der Gazprom anfangen. Und ich würde den gern als Vermittler aufnehmen. На новую систему будет переведен личный состав всех других силовых ведомств. Ich bin froh, dass Herr Attig vor einigen Jahren hier in Saarbrücken die Wege beschrieben hat, die Projekte beschrieben hat, die er gehen will. Ich bin natürlich nicht froh, heute anlässlich einer Verabschiedung oder hier eine Verabschiedung vornehmen zu müssen, weil ich mir gewünscht hätte, dass Personen wie er den Weg weiter flankieren. Auch wenn wir in dem Pressegespräch Anfang des Jahres 2008 noch nicht das ganze Ausmaß der Probleme kannten bzw. auch kennen konnten, so stand doch die attische Strategie zur Sanierung durch einen Wiedereinstieg in die Eigenerzeugung klar und konkret im Vordergrund. Der Verkauf von Anteilen der Stadtwerke Saarbrücken zur Konsolidierung der Kapitalverhältnisse wurde avisiert und zuletzt wollten wir auch den Weiterbau der Saarbahn nach Lebach wieder reanimieren. Zukunft einkaufen waren in diesem Zusammenhang geflügelte Worte, wie auch den Großen nicht alleine das Feld überlassen und zukünftig auf Augenhöhe verhandeln. Auch wenn ich mir damals als Quereinsteiger in der Energiebranche erst einmal schwer tat, die Vorzüge der Kraft-Wärme-Kopplung auch physikalisch exakt nachvollziehen zu können,
war mir damals bis heute klar, dass diese Strategie mit Blick auf die ersten Businesspläne und der erste etwas, die waren über 5 Jahre, die große Chance für unseren Konzern sein wird. Klar war aber auch, dass das Ganze viel Geld kostet, und da schloss sich für mich als ehemaligen Banker auch wieder der Kreis. So kann ich nach 4 Jahren sagen, lieber Dieter, danke für die letzten 4 Jahre, dass ich mit dir zusammen den VVS-Konzern mitgestalten durfte. Was wir in dieser Zeit erreicht haben, war Teamarbeit im besten Sinne. Es hat mir Spaß und Freude gemacht, mit dir freundschaftlich, konstruktiv und stets vertrauensvoll zusammenarbeiten zu können. Auch wenn es für die letzten 2% an der Römerbrücke leider nicht gereicht hat, bin ich mir für meinen Teil zuversichtlich, dass wir künftig alle zusammen sehr gut arbeiten werden und auch arbeiten müssen. Und ich weiß es sehr wohl zu schätzen, dass du deine angeborene Skepsis gegenüber den Großen zumindest in den letzten Wochen etwas hintangestellt hast. Und so ist natürlich die Verantwortung für die Zurückgebliebenen umso größer. Vielleicht kannst du ja, lieber Dieter, deinen Solarpreis noch etwas stehen lassen. Mal sehen, was er uns zeigen wird. Ein Glücksfall war insbesondere, dass du als Diplom-Ingenieur ehemals kaufmännischer Vorstand der Stadtwerke Aachen warst und somit viel Verständnis für das Spannungsfeld zwischen den technischen und kaufmännischen Bereichen mitgebracht hast. So konnten wir damals gemeinsam damit beginnen, die bestehenden Barrieren zwischen den Bereichen im VVS-Konzern zu überwinden und in diesem Zusammenhang nicht nur bildlich, sondern auch tatsächlich Mauern und Wände einreißen. Das damit wachsende gegenseitige Verständnis und die damit für viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter plötzlich abteilungsübergreifende Kommunikation waren sicherlich auch Garanten für die verbesserte Entwicklung im Konzern. Auch wenn es für dich, dem zurückhaltend wirkenden Strategen aus dem Westfälischen, auf den ersten Blick sicherlich anfangs nicht einfach war, die ausgesprochene saarländische Herzlichkeit zu erfahren, so hatte ich doch in den letzten 4 Jahren den Eindruck gewinnen können, dass dir die saarländische Lebensart insgesamt gut gefallen hat. Wärst du früher nach Saarbrücken gekommen, stünde heute dein schönes, restauriertes Fachwerkhaus vielleicht nicht in Lemgo, sondern vielleicht in Saarbrücken, im Pliestal oder im benachbarten Lothringen. Und das nicht nur deswegen, weil der Werkleiter in Saarbrücken, der Gott sei Dank einen saarländischen Kollegen hat, nach anstrengenden Verhandlungen den Gesprächsteilnehmern eine kleine Erfrischung in Form von Canapés und Suppe reichen kann, ganz anders als der Werkleiter aus Westfalen-Lippe, der in der gleichen Situation als Erfrischung lediglich und bekanntermaßen die Fenster öffnete. Henry Ford hat einmal gesagt, Zusammenkommen ist ein Beginn. Das war Zufall. Zusammenbleiben ein Fortschritt, das war unsere Schicksalsgemeinschaft für die VVS. Zusammenarbeiten ein Erfolg, und dafür, lieber Dieter, danke ich dir nochmal. Stehen für mich auch als ein Vordenker der Energiepolitik, der wirklich auch bewiesen hat, dass ein Energiewandel machbar ist und dass wir Grundsätze haben, das habe ich dann auch gelernt, die schon seit vielen, vielen Jahren bestehen, die aber nicht konsequent weitergeführt worden sind durch die Politik. Und ich habe auch gelernt, das war ein Punkt, Sie waren eben etwas sehr freundlich, dann auch nochmal, die Entscheidung war damals falsch, das Heizkraftwerk zu verkaufen, dazu stehe ich. Sie war insofern falsch, dass genau diese 2% weggegeben wurden. Ansonsten wäre es, denke ich, auch okay gewesen. Aber das habe ich eigentlich in den Debatten gelernt, es ist immer falsch, eine Mehrheit wegzugeben. Ansonsten stehe ich zu Kooperationen, und es sind ja auch Vertreter und Vertreterinnen unserer Kooperationspartner da, die wir auch erwähnen müssen, die uns auch geholfen haben, diesen Konzern voranzubringen. Und es ist wichtig, dass wir diese Partner haben, wie die ESLL, wie die VSE, die heute hier vertreten sind, um weiter diese Energiepolitik auch im Saarland hier weiterzuentwickeln. Aber es war, glaube ich, nicht richtig, Mehrheiten wegzugeben. Und das sollten wir uns auch für die Zukunft insgesamt merken, wenn wir weitere Entscheidungen treffen. Dr. Dieter Attig ist Energie im doppelten Sinne.
Für mich ist Herr Dr. Attig ein Urgestein der kommunalen Versorgungswirtschaft. Mit Dr. Attig verbinde ich hohe Professionalität, unaufgeregte Sachlichkeit und stets Freundlichkeit. Dieter Attig steht für mich für den Begriff kommunale Daseinsvorsorge. Das bedeutet, dass die Bürger dieser Stadt auch entscheiden darüber, welche Energie zu welchem Preis angeboten wird. Dieter Attig hat aus meiner Sicht heraus in der Saarbrücker Kommunalpolitik und in Saarbrücker Stadtwerken ihr Vertrauen in die kommunale Daseinsvorsorge zurückgegeben. Herrn Attig verbinde ich Gewinnen in Charme und notwendige Härte. Der Attig steht für mich als ein unbestechlicher, konsequenter Streiter für die Energiewende. Ich war damals Fraktionsvorsitzender der SPD-Stadtratsfraktion, als Dieter Attig eingestellt wurde. Er hat sich in der Fraktion vorgestellt, seine Ideen zur Rettung des VVS-Konzernes vorgestellt und dann irgendwann eine Pause gemacht und gesagt, und wenn der Konzern gerettet ist, dann bauen wir ein neues Kraftwerk. Und ein Kollege neben mir sagte, was hat er denn getrunken? Ich stelle mir immer noch vor, dass er in den Morgenstunden um die Römerbrücke rumschleicht und sagt, da sind wir jetzt wieder auf Augenhöhe. In der Zeit in Saarbrücken erinnert wirst, haben wir uns ausgedacht, dass es eine schöne Erinnerung wäre, wenn wir hier ein Bild des Kraftwerkes, Heizkraftwerkes Süd kreieren würden oder kreieren lassen, was wir dir schenken wollen und was vor allem dann, denke ich mal, ein Ehrenplatz in Lemgo haben wird. Und ich bin insbesondere stolz und glücklich, dass ich, nachdem ich jetzt 34 Jahre an leitender Stelle in dieser Branche tätig bin, es noch erleben darf, dass die Energiewende jetzt kommt und dass wir eine völlig andere Situation haben, als wir sie noch vor 34 Jahren hatten. Im ersten Jahr wurde die Saarbahn auf Vordermann gebracht, sie ist in Dessen-Heusweiler angekommen. Im zweiten Jahr haben wir das Bieterverfahren durchgeführt. Da muss man sagen, die Kooperation, die wir jetzt haben mit unseren Partnern, ist bundesweit für mich so noch an keiner Stelle realisiert worden. Das sind Dinge, die einfach Neuland sind und wo wir sagen müssen, da haben wir einen enormen Erfolg. Wir haben dann den Vertrag mit der GSED abgeschlossen über das Kraftwerk, da ist lange drüber geredet worden. Und im letzten Jahr durfte ich auch noch ein bisschen umsetzen, was für einen Ingenieur immer eine tolle Sache ist. Aber dass ich diese ganzen Sachen, diese ganze Energiewende jetzt noch miterleben darf, das ist unglaublich, denn vor 34 Jahren habe ich in Lemgo die erste Gasturbine gebaut, zusammen mit Herrn Rejek Senior, den ich sehr herzlich begrüße, der war damals der erste Partner. Und dieses Gaskraftwerk in Nordrhein-Westfalen war eine Unmöglichkeit, eine Mission Impossible, denn es gab damals im Saarland genau wie in Nordrhein-Westfalen nur Kohle. Gas gab es überhaupt nicht. Und dass man ein Heizkraftwerk baute, das dient ja vielleicht noch, aber das wurde immer mit Kohle gemacht. Und mit Gas, da hat sich der Landtag mit beschäftigt und hat eine Ausnahmeregelung für ein 10 MW Gaskraftwerk erreichen müssen. So fest hatte damals das RWE die Landesregierung im Griff. Und das ist heute auch noch nicht viel anders geworden. Ja, diese Situation mit Blockheizkraftwerken, 1977 gab es das Wort noch überhaupt nicht, das ist 1979 in Heidenheim erfunden worden, da wurde das erste Blockheizkraftwerk gebaut. Das heißt also, ein völliger Paradigmenwechsel, und wenn wir heute von Dezentralisierung sprechen, dann muss ich sagen, es gab damals den 300-MW-Erlass, man durfte kein Kraftwerk bauen, was unter 300 MW war. Das ist unvorstellbar, aber ist in der heutigen Zeit eben eine völlig andere Welt. Und was den Wind anging, ja, Wind, völliger Blödsinn. Wir hatten damals in Lemgo eine Windanlage errichtet mit 150 kW. Das ist ein Zwanzigstel von dem, was wir heute bauen. Und diese Anlage wurde als völliger Irrweg bezeichnet und es war natürlich damals bei der kleinen Anlage auch noch schwer bezahlbar. Es gab noch kein Erneuerbares-Energien-Gesetz. Wir haben damals die Erlaubnis gehabt,
auf den genehmigten Strompreis einen Pfennig draufzulegen und damit jetzt erneuerbare Energien zu bauen. Also eine völlig andere Welt. Und dass ich nochmal erleben darf, dass Großkraftwerke zunehmend als systemfremd bezeichnet werden, das ist unglaublich. Ne? Das war damals überhaupt nicht vorstellbar. Und von daher bin ich dankbar, dass ich das wirklich in der aktiven Zeit noch miterleben durfte. Und die Perspektiven für den VVS-Konzern sind außerordentlich positiv. Wurde ja mehrfach gesagt, es ziehen natürlich eine Menge Leute und Institutionen dran. Die GSED zieht, die VSE zieht, die Innovos, Creos zieht, alle möglichen Leute ziehen dran. Und das Schöne ist, wir sind auf Augenhöhe und lassen uns nirgendwo hinziehen. Und ansonsten zieht natürlich auch der Kämmerer, das ist völlig klar. Ich darf aber darauf hinweisen, hier haben wir schöne Perspektiven eröffnet, aber die Verluste sind noch nicht überwunden. Wir müssen also noch ein paar Donnerstage warten, bis wir wirklich wieder Geld Richtung Stadt in größerem Umfang abführen können. Ja, mir bleibt zum Schluss, es ist viel gesagt worden, ein herzliches Dankeschön auszusprechen. Applaus